Hi, ich bin Marcel, einer der beiden Gründer von Microcast. Microcast ist ein Magdeburger Startup, was von zwei ehemaligen OVGU-Studenten gegründet wurde. Das wäre Sven, der im Informatikbereich studiert hat. Ich habe BWL studiert und wir haben zwischendurch, waren wir schon im Berufsleben, haben 5 Jahre Berufserfahrung gesammelt, auch in anderen Startups und haben uns dann entschlossen, ein eigenes Startup zu gründen. Und sind mittlerweile seit 2018 als GmbH gegründet, haben 2017 damit angefangen. Und wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Studenten auch zusammen in Form von Praktikas und Werkstudenten. Und ich möchte euch heute einfach mal zeigen, wie es bei uns der Weg sein kann, vom Werkstudenten bis hin zum Vollzeitmitarbeiter. Denn diese Beispiele haben wir jetzt schon mehrfach, dass wir gemeinsam schauen, wo liegen die Talente, passt man gut zueinander. Und um euch da ein bisschen eine Vorstellungskraft auch zu geben, was Microcast ist und welche Möglichkeiten es gibt, bei uns zu arbeiten, erkläre ich euch jetzt erstmal, was ist Microcast, wo soll es mit Microcast hingehen und wünsche euch erstmal viel Spaß dabei bei dem Ausblick, was Microcast eigentlich ist. Ja, wie kurz schon beschrieben, unser Team ist sehr komplementär aufgestellt. Wir beide als Gründer ergänzen uns schon mal ziemlich stark. Ich mit meinem BWL-Hintergrund und Sven aus dem Informatikbereich haben wir noch Teammitglieder, die aus dem Softwarebereich stammen, also Web-Development, App-Development, aber auch UI-UX-Designerin und auch aus dem Bereich Machine Learning. Und nun will ich euch mal erzählen, wie es eigentlich möglich ist, bei uns einzusteigen und auch anhand eines konkreten Beispiels, wie das bei uns ablief und was wir eigentlich für Bedarf haben und wofür wir eigentlich immer offen sind. Aber zunächst einmal, was macht eigentlich Arbeiten in einem Startup aus? Es ist auf jeden Fall anders als jetzt große Firmen, wo alles sehr, sehr strukturiert ist und wo auch eine gewisse Befehlskette da ist. Es ist sehr, sehr flach gehalten bei uns. Das heißt, jede Stimme zählt. Also jeder kommt zu Wort, kann seine Ideen einbringen, kann Kritik einbringen. Denn wir sehen das so, dass man nur dann vorankommt, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet und jeder sich auch einbringen kann. Wenn man eine zu starre Haltung dazu hat, dann bleibt man auch letzten Endes stehen und das wollen wir nicht, sondern jeder kann sich dazu äußern und kann auch Produktideen einbringen, weil das Schöne ist, wir sind nicht auf externe Deadlines angewiesen, wir entwickeln unser eigenes Produkt, wir haben keine Kundenaufträge in dem Sinne, sondern es kommen Wünsche durchaus von den Kunden, aber dann priorisieren wir das und entscheiden, was davon umgesetzt wird. Das heißt, wir sind Herr über unseren eigenen Inhalt, über unser eigenes Produkt und treiben das so weit voran. Das Coole an einem Startup ist, dass einfach große Geschwindigkeit herrscht. Ich bezeichne es auch gerne als geordnetes Chaos. Es sind keine festen Strukturen, wie es jetzt bei großen Firmen ist. Ab einem gewissen Punkt ist es notwendig, aber am Anfang ist es halt so, dass man da auch mal auf Zuruf eine Aufgabe macht. Kein Tag ist wie der andere, weil es immer neue Aufgaben gibt. Man hat eine enorme Geschwindigkeit. Wenn ein neues Feature rauskommen soll oder eine neue coole Idee ist, dann kann man das auch schnell umsetzen und muss das nicht erst über verschiedenste Bereiche absegnen lassen, sondern das ist bei uns sehr, sehr schnell gehalten alles. Und was das Gute letzten Endes ist, was uns auch auszeichnet, ist, dass wir alle eine gemeinsame Vision verfolgen. Jeder weiß, worum es geht, wo es hingehen soll. Und allein dann kann man im Team auch so erfolgreich sein, dass man damit im Idealfall das nächste TikTok für Audio oder YouTube für Audio werden kann. Auf dem Bild seht ihr rechts Sven und mich als beiden Gründer und links haben wir Erik. Erik ist bei uns als Praktikant gestartet. Ist jetzt vor 1,5 Jahren war das. Studiert Informatik in Magdeburg, hat seinen Bachelor in Informatik hier gemacht und hat da schon ein bisschen ja, Interesse für Gründung gezeigt und ist als Praktikant zu uns gekommen und wurde dann quasi vom Praktikum über den Werkstudenten, also ist dann seit über einem Jahr als Werkstudent bei uns tätig, schreibt inzwischen auch seine Masterarbeit in unserem Bereich und hat sich von relativ wenig praktischer Erfahrung sehr stark darin entwickelt und leitet unser ganzes Web-Development inzwischen. Und es reicht jetzt so weit, dass er seine Masterarbeit auch noch bei uns verfasst und wenn er die abgegeben hat,
Dann ist es sogar so, dass er zum Vollzeitmitarbeiter wird, dann quasi in Vollzeit bei uns tätig wird und so ist der Weg vom Praktikanten bis hin zum Vollzeitmitarbeiter bei ihm durchlaufen. Und bei ihm reicht es sogar so weit, dass wir virtuelle Anteile an ihn vergeben haben. Das heißt, wenn wir die Firma irgendwann mal verkaufen sollten oder aber an die Börse gehen, dann profitiert er auch von der ganzen Firma. Also wenn es einen hohen Wert erzielt, dann kann man da schon sehr, sehr gutes Geld für bekommen, sodass er auch einfach einen Anreiz hat, für uns tätig zu sein, Spaß zu haben. Und genau, so ist es halt der Weg vom Praktikum bis hin zum Vollzeitmitarbeiter bei ihm durchlaufen. Und genau sowas ist halt sehr, sehr spannend, auch vielleicht für andere Studierende. Denn wir haben verschiedenste Einstiegsmöglichkeiten, wie man bei uns anfangen kann. Es kann sowohl im Praktikum sein, im Zuge einer Abschlussarbeit vielleicht, oder aber ein freiwilliges Praktikum ist durchaus interessant, sind wir sehr, sehr offen für. Genauso halt für Abschlussarbeiten. Wir hatten schon einen Masteranden im Bereich Informatik. Wir hatten aber auch einen Masteranden im Bereich BWL. Das heißt, das sind eigentlich so die Schnittpunkte, die wir auch sehr, sehr gut abdecken können. Wir haben sehr, sehr guten Bezug auch zu verschiedensten Professoren. Gerade BWL-Bereich zählen unter anderem Professor Sarstedt und Professor Sadri zu unseren Mentoren, mit denen wir uns auch regelmäßig austauschen. Auch sehr, sehr gute Beziehungen zu Professor Spengler im BWL-Bereich. Aber auch im Informatikbereich haben wir sehr, sehr gute Beziehungen zu der Universität, sind im ständigen Austausch, sodass da vieles möglich ist. Ansonsten die Möglichkeit, auch als Werkstudent bei uns tätig zu werden. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um auch frühzeitig zu merken, als Student, dass man, ob Startup etwas für einen ist. Denn es ist nicht jedermanns Sache. Es gibt solche und solche Typen, weil letzten Endes ist jeder Mitarbeiter wichtig und man kann sich nicht verstecken in dem Sinne, dass man sagt, ich arbeite nur halb so viel und alle anderen werden mich schon abdecken, sondern es ist schon so, dass man, dass jeder auf den anderen zählt und auch auf die Arbeitskraft angewiesen ist. Aber es ist halt auch ein gute Möglichkeit, sowohl für das Unternehmen uns als auch den Studierenden festzustellen, ist grundsätzlich ein Startup was für mich, ist, macht es mir Spaß in dem Unternehmen, sind die Tätigkeiten vielfältig, ist es abwechslungsreich, macht es Spaß oder kann ich mir denn auch vorstellen, vielleicht als Vollzeitmitarbeiter später hinzugehen. Denn letzten Endes sind wir immer allen offen gegenüber, dass das nicht mit der Werkstudententätigkeit enden muss, sondern wenn da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit ist, dann sind wir total offen dafür, das auch in eine Vollzeitstelle umzuwandeln. Aber es birgt für uns einfach auch ein geringeres Risiko, als wenn wir einen Vollzeitmitarbeiter direkt zum Start einstellen. Die Erfahrung haben wir schon gemacht, aber da kann man gemeinsam mit Studierenden auch Wege entwickeln, wo es passt, weil wir sagen auch, wenn jemand zum Beispiel im Informatik zunächst in der Webentwicklung tätig ist und dann keine Lust mehr darauf hat und vielleicht nun App-Entwicklung machen soll, dann sind wir die Letzten, die sagen, nee, das passt nicht. Weil wir haben lieber, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und sich bei uns wohlfühlen und in einen anderen Bereich gehen, um da dann eine Vielfalt oder Abwechslung zu haben, als dass sie jetzt das Unternehmen verlassen. Sodass man sich als Studierender auch sehr, sehr gut austesten kann in verschiedensten Bereichen bei uns und durch unsere Expertise jetzt auch, die beiden Gründer insbesondere auch haben, sind wir da auch sehr, sehr gute Ansprechpartner, um auch Dinge in der Praxis zu lernen einfach, die vielleicht in der Uni so nicht gelehrt werden. Wenn man sich anschaut, was suchen wir letzten Endes, wie schon kurz angerissen, wichtige Bereiche sind für uns die App-Entwicklung. Wir setzen auf Cross-Plattform-Programmierung mit Xamarin, das beruht auf C-Sharp. Also wenn man C-Sharp kann, dann lernt man das andere auch, das ist ganz leicht einzuprägen. Oder halt Berührungspunkte mit Java hat, dann ist das schon ausreichend. Wichtig ist für uns immer, dass derjenige Lust hat, was zu lernen, denn wenn das eine Voraussetzung ist, dann ist schon mal viel erfüllt. Wir sind aber auch im Bereich Web Development unterwegs, da setzen wir auf Angular. Das beruht auf JavaScript, also wer da TypeScript oder JavaScript-Erfahrung hat, ist durchaus auch spannend, um das bei uns in der Praxis auch anzuwenden und sich da auszutesten. Und ansonsten im BWL-Bereich zum jetzigen Zeitpunkt Sales und Marketing sehr, sehr spannend. Also wenn man zusammen im Marketing vielleicht eine Abschlussarbeit schreiben will oder uns unterstützen möchte, da können wir uns auch gerne unterhalten. Da habe ich meine Expertise drin, gerade im Growth Hacking, also wie schafft man kosteneffizient
viele Leute zu erreichen, wie kann man das smart machen. Und Sales-Bereich habe ich auch große Erfahrung, weil ich im vorhergehenden Startup auch einen Sales- und Marketing-Bereich aufgebaut habe und das hier auch alles abdecke. Ja, letzten Endes, wer nun Interesse hat, sich vielleicht mal mit uns zu unterhalten oder den, wo ich das Interesse hervorziehen konnte, kann mir gerne eine Mail schreiben an marcel.hesse@microcast.de oder alternativ habe ich auf der Messeseite auch unseren Live-Video-Chat per Zoom mit eingebunden. Dort einfach auf unserem Stand draufklicken und dann können wir auch gerne eine Videokonferenz halten. Ja, und ansonsten, wie ich vorhin schon kurz angerissen habe, wir haben ein neues Feature entwickelt, eine Mischung aus TikTok und Jodel, wo witzige, spannende Geschichten anonym eingestellt werden, in Kurzform, also kurze Audioformate, maximal 2,5 Minuten. Als Beispiel, dass jemand die Frage stellt, was war dein peinlichster Moment in der Schule? Und dann könnte jeder, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat oder witzige Geschichte, darauf antworten, als Audio hochladen. Und dann können andere darüber, wie man es von Jodel kennt, hoch und runter voten, welche Story gut ist, welche gut ankommt, welche vielleicht schlecht ist. Und so wollen wir einfach eine Mischung aus TikTok und Jodel schaffen. Wir sind gerade in den letzten Zügen von dem neuen Feature und wollen demnächst eine Closed Beta starten. Machen das auch in Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke-Universität, weil wir es erstmal wirklich geschlossen halten wollen. Und deswegen auch der Aufruf an euch, wenn ihr da Lust habt, unsere Beta zu testen und Spaß vielleicht dran habt, solche Stories oder Fragen zu erstellen, dann geht ihr einfach auf den Link oder scannt jetzt den QR-Code ein und dann kommt ihr direkt auf die Landingpage von der Beta. Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen. Und sobald das Feature freigeschaltet ist, werden wir euch benachrichtigen und dann werden wir gemeinsam die Closed Beta testen, um das dann groß zu machen und vielleicht ein kleines TikTok für Audio einfach zu werden. Und genau, wer Lust hat, uns kennenzulernen, schreibt mich gerne an und da können wir uns über verschiedenste Möglichkeiten diskutieren oder unterhalten, was passen könnte. Sei es nun Werkstudent, Praktikum, Abschlussarbeiten, BWL, Informatik. Wir sind für vieles offen. Meldet euch einfach bei uns. Nachdem wir nun erfahren haben, was Microcast eigentlich macht und wo es mit Microcast hingehen soll, möchte ich euch nun die Möglichkeiten aufzeigen, wie man eigentlich bei uns einsteigen kann, wie man gemeinsam auch während des Studiums zusammenarbeiten kann, dass man da einfach auch schon für sich entdecken kann, ist das etwas für mich, ist Startup etwas für mich oder bin ich eher der Typ dafür, um in einem großen Unternehmen zu arbeiten? Weil Startup ist besonders, es hat seine Eigenheiten. Wie man immer sagt, flache Hierarchien, jeder hat Mitspracherecht. Das leben wir auch, sodass wir uns wünschen, dass die Mitarbeiter oder Werkstudenten, die zu uns kommen, eine Meinung haben, auch mitdenken und auch Kritik äußern. Denn nur dann werden wir stärker als Team, indem wir gemeinsam das Produkt vorantreiben. Und im Folgenden zeige ich euch, wie der Weg anhand ein bis zwei Beispielen von uns laufen kann, dass man als Werkstudent einsteigt und bis hin zum Vollzeitmitarbeiter sogar mit Anteilen mittlerweile. Also die Personen sind beteiligt an unserer Firma und profitieren dann von einem Verkaufsfall oder einem Börsengang später. Und wie das Ganze ablaufen kann, wo in welchen Bereichen wir Bedarf haben, das zeige ich euch nun oder erkläre es euch nun. Wie versprochen, erkläre ich euch nun, was eigentlich Microcast ist, wo der Ursprung herkommt und wo es eigentlich mal hingehen soll. Es entstand eigentlich aus einem Problem heraus. Ich bin totaler Sportfreak und habe sämtliche Sportformate im Fernsehen geguckt, die eigentlich verfügbar sind. Und da ich immer so ein bisschen meine Probleme mit den Kommentatoren hatte, hatte ich irgendwann mal einen englischen Kommentator zugehört und habe dort festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist wie die deutschen Bundesliga-Kommentatoren. Denn während ich die Spiele geguckt habe, habe ich mich eher so gefühlt. Also ich war frustriert und hatte mir überlegt, es muss doch eine einfache Möglichkeit geben, dass ich mir den Kommentator frei aussuchen kann. Sei es nun, weil er mir nicht gefällt oder weil ich vielleicht eine andere Landessprache habe, dass ich da einen spanischen Kommentator vielleicht zuhören möchte, weil ich Deutsche gar nicht mächtig bin. Und da wir alle einen kleinen Hightech-Computer mit uns rumtragen, nämlich das Smartphone, war die Idee geboren, dass es eigentlich möglich sein müsste, dass jeder mit einem Smartphone zum Kommentator werden kann. Und
daraus folgend auch jeder sich seinen Kommentator aussuchen kann. Nun war es so, dass ich BWL studiert habe und nicht die technischen Voraussetzungen einfach habe, um da ein Produkt zu entwickeln, sei es nur eine App oder eine Web-Applikation. Und habe mich dann zunächst mit dem Gründerzentrum getroffen und denen meine Idee vorgestellt und da auch beschrieben, was wir eigentlich machen wollen und dass ich eigentlich einen Mitgründer suche, der aus dem Informatikbereich stammt und mir dabei helfen kann. Leider ist es halt nicht so einfach, einen Mitgründer zu finden, weil viele so ein bisschen für sich sind, Informatiker unter sich, BWLer unter sich, aber dieses Komplementäre kommt weniger vor. Dann habe ich auf Xing ein paar Leute angeschrieben und habe dann letzten Endes Sven kennengelernt, der auch an der Otto-von-Guericke-Universität studiert hat. Und dann haben wir uns getroffen und haben losgelegt. Das war Mitte 2017, als wir beide noch in unseren Jobs waren. Also wir sind nicht direkt aus dem Studium heraus in die Gründung gekommen, sondern wir haben schon ins Berufsleben hineingeschaut und konnten da zumindest uns schon mal von dem Arbeitsleben einen gewissen Eindruck verschaffen, um auch zu sehen, also ich war vorher in einem Startup auch anderweitig tätig, wo ich einfach schauen wollte, ist Startup was etwas für mich, was ist gut, was ist schlecht, was kann man besser machen? Und so war eigentlich die Idee für Microcast geboren. Natürlich jetzt nur aus der Frustration heraus schafft man noch kein Produkt, aber es war der Ausgangspunkt. Denn je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto offensichtlicher wurde, dass nicht nur die Fans unzufrieden sind, sondern dass auch die Vereine eine große Herausforderung haben. Und die Vereine sind auf die Fans angewiesen, denn zufriedene, loyale Fans bedeuten im Umkehrschluss mehr Einnahmen für die Vereine, sodass es eigentlich das Ziel eines jeden Vereins sein muss, die Fans glücklich zu machen und gleichzeitig Sponsoren zu platzieren und halt irgendwo eine Nähe zum Fan zu schaffen. Und Corona hat das Ganze jetzt auch nochmal verstärkt, weil die Fans natürlich nicht mehr komplett ins Stadion dürfen. Teilweise durften sie gar nicht mehr ins Stadion. Und so ist es halt eine Situation, wo wir sowohl Probleme bei den Fans als auch bei den Vereinen sehen. Und wir haben eigentlich eine Lösung geschaffen, die gar nicht so neuartig ist. Also das Medium, was wir benutzen, wurde schon vor über 70 Jahren eingesetzt. Dort haben die Menschen noch gemeinsam am Radio die Sportereignisse verfolgt und mitgefiebert. Und wie das klang damals, das zeige ich euch jetzt mal. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Und genau dieses Medium, nämlich das Audiosignal, das transportieren wir in die Moderne. Wir haben eine offene Audioplattform geschaffen, die es ermöglicht, dass jeder Audioinhalte erstellen kann oder aber selbst konsumieren kann. Um da erfolgreich zu sein und weil eine Plattform aufbauen gewisse Hürden mit sich bringt, setzen wir zunächst auf einen B2B-Ansatz, indem wir unter anderem professionelle Sportvereine für uns begeistern. Wie zum Beispiel SC Freiburg oder Werder Bremen aus der ersten Fußballliga, die das als offiziellen Vereinskanal einsetzen und so die Spiele live kommentieren, aber auch Inhalte auf Abruf, wie zum Beispiel Podcasts hochstellen können. Und die Fans können vor allem auch über einen Chat, wie man es von YouTube her kennt, miteinander interagieren, sodass die Vereine ein Webwidget bei sich auf der Webseite einbinden. Die Fans können dann über die Webseite dem Kanal folgen und verbleiben auf der Webseite des Clubs und der Club bringt dann auch Sponsoren mit ins Spiel, sodass da sowohl die Möglichkeiten für ein ganz normales Vereinsradio möglich ist, aber auch im Fall von SC Freiburg eine Blindenreportage, dass man gerade jetzt in Zeiten von Corona auch blinden Fans einfach die Möglichkeit gibt, emotional am Spiel teilzuhaben. Und gerade darüber hinaus, auch in Zusammenarbeit mit Verbänden oder ganzen Ligen, ist es sehr, sehr wichtig, auch ausländische Fans für sich zu gewinnen. Und so könnte man zum Beispiel als Werder Bremen, wenn man da asiatische Fans oder spanisch sprechende Fans für sich gewinnen möchte, kann man auch parallel verschiedenste Kommentatoren anbieten. Das sind ein Deutscher kommentiert, aber auch ein spanischer Kommentator. Und so ist halt die Vielfältigkeit für die Vereine sehr, sehr groß. Und wie sich das bei Werder Bremen zum Beispiel anhört, das zeige ich euch jetzt. Er hat ihn auf der linken Seite. Marco Friedl zieht nach innen und sieht Max Jägerstein vorm Tor. Der zieht ab. Julia Osako ist frei und schießt in den Winkel. Das ist das 1:0 für Werder Tor. Genau, also letzten Endes ist unser Team besteht aus zwei Gründern, Sven und mir. Wir haben beide an der OVGU studiert, Sven im Bereich Informatik, ich als BWLer. Und wir haben 2018 das Unternehmen gegründet.
und sind mittlerweile sind über eine Förderung gekommen und haben mittlerweile ein Team von mit uns zusammen mit 9 Personen aus den verschiedensten Disziplinen, Software Development im Bereich Webentwicklung als auch App-Entwicklung. Wir haben eine Designerin mit an Bord, aber auch jemanden fürs Machine Learning. Und wir sind immer offen auch für neues Personal. Da komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen, was genau wir eigentlich machen. Die größte Herausforderung für uns ist es natürlich, eine Plattform aufzubauen. Und Plattform ist immer davon abhängig, sind genug Nutzer als auch Creator letzten Endes da. Denn nur dann ist es eine gute Umgebung, wo man sich als Community wohlfühlt. Und wir setzen da einfach auch auf die Gegebenheiten des Sports. Denn jeder Club hat schon seine Fans. Werder Bremen hat zum Beispiel 1 Million Facebook-Fans. Wenn wir mit denen zusammenarbeiten, dann bewerben die auch unser Produkt, sodass wir auf einen Schlag ganz, ganz viele Nutzer für uns gewinnen konnten. Und so ist es, dass wir schnell an Nutzer rankommen und vor allem handelt es sich um nutzergenerierte Inhalte im Vergleich zu Spotify, die hohe Lizenzaufwendungen haben, haben wir halt keine Kosten für den Inhalt, der produziert wird. Und so können wir schneller wachsen und das auf clevere Art und Weise. Denn unser Geschäftsmodell ist wie folgt. Die Clubs zahlen, also grundsätzlich ist unsere Technologie kostenfrei, aber wenn der Club eigene Sponsoren einbinden will, dann bezahlt er uns Geld dafür. Das heißt, der Club bezahlt uns dafür, Werbung zu schalten und verkauft die Werbeplätze an den eigenen Sponsor weiter. So verdient der Club zusammen mit uns und die Fans erhalten einen kostenfreien Kanal. Wir wollen natürlich immer weiter wachsen mit unserer Plattform, sodass in Zukunft auch andere Einnahmequellen mega interessant werden, wie zum Beispiel Werbeunterbrechungen, als auch Premium-Accounts, wie man es von Spotify her kennt. Wir haben es jetzt schon geschafft, einige große Clubs für uns zu begeistern und arbeiten auch mit großen Verbänden und Sportmagazinen zusammen. Waren jetzt bei über 25.000 Nutzer bereits im Juni und hatten allein bei einem Spiel von Werder Bremen schon über 10.000 Zuhörer. Wir merken, dass der Profisport immer mehr Interesse zeigt, auch ausländische Vereine bereits. Und im Amateursport starten wir jetzt auch groß durch und haben jetzt mit dem Kicker, der 8 Millionen Kontakte hat, eine Kooperation geschlossen, wo einfach jeder Club, egal wie groß oder klein, zum Kommentator werden kann. Doch es ist nicht so, dass wir eine reine Sport-App sind. Wir sehen den Sport als idealen Einstiegsmarkt, aber darüber hinaus ist es viel, viel umfassender. Wir haben schon verschiedenste Gespräche geführt mit Universitäten, arbeiten gerade mit einem Radiosender zusammen. Und unser nächstes cooles Feature, weil vor kurzem haben uns amerikanische Investoren als das TikTok für Audio bezeichnet. Unser nächstes Feature ist eine Mischung aus TikTok und Jodel, wo wir gerade kurz vor der Closed Beta sind, wo wir uns auch freuen würden, das mit Studenten der Uni Magdeburg zusammen austesten zu können. Da sind wir gerade dran, verschiedenste Bereiche noch zu bedienen und also es ist nicht nur eine Sport-App letzten Endes. Vielleicht kurz zu unserer Entwicklung. Wir sind 2017 gestartet, haben mittlerweile sogar ein Investment bekommen. Ehemalige Bertelsmann-Chef ist mit an Bord und wollen das Produkt einfach jetzt weiter vorantreiben. Und wir haben immer mehr Bedarf auch an super Arbeitskräften und Werkstudenten, denn wir sind sehr große Freunde davon, dass man gemeinsam auch schaut, ob die Fähigkeiten zueinander passen, ob es demjenigen auch Spaß macht und sind da immer offen für Gespräche.